Moin, Mahlzeit, Leute, Knochen wieder jetzt. Heute fahre ich mal den Snappy Buggy. Den Snappy Buggy gibt es gratis, wenn man sich innerhalb der Zeit bis zum 30. hier anmeldet. Bekommt man den gratis. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob ich den sofort bekommen habe nach dem Anmelden, aber ich glaube, so nach ein, zwei, also nach ein paar wenigen Runden hatte ich den bekommen. Oh, ich habe hier noch einen Container bekommen. Und den kann ich mir im Lager hier jetzt mal greifen. Ich weiß noch nicht mehr, wo genau war der eigentlich? Dekoration war der nicht, Kategorie. Uiuiui. Wo ist mein Container? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo mein Container. Hier! Do it yourself. Ja, wir öffnen den mal. Ich weiß nicht, was drin sein wird. Bisher hatte ich nur einfache Bauteile drin. Es können auch höherwertige Bauteile sein, aber es ist hier so eine Art Glücksrad. Und was bekomme ich? Ah, scheiße, die Reifen. Gut. Nichts Besonderes. Ja, das ist der Snappy Buggy. Wir gucken uns hier mal so ein bisschen an. Der hat also einen Power Score. Wie ich jetzt herausgefunden habe. Power Score bedeutet, das ist der Score, den man hat. Also, das ist wie so ein Battle Rating. Wenn man jetzt im War Thunder sagen würde, also ein Battle Rating. Der Power Score ist also ein Battle Rating. Und je höher der Score, desto extremer sind natürlich auch die Gegner. Ich habe aber jetzt auch schon viele, viele wirklich krasse Typen gehabt, die, ich weiß nicht, wo sie also diese Kanone her haben. Also ein bisschen Pay to Win ist natürlich schon mit bei hier, klar. Und auch ich habe ja ein paar ja, Goldstücke hier, Golden Eagles, wollte ich gerade sagen, hängen doch zu sehr am War Thunder. Ich denke immer Gaijin War Thunder, ne? Richtig fett ist er natürlich nicht. Dafür ist er natürlich schneller als jetzt zum Beispiel, welchem anderen Video vorstellen, der Viper. Der Viper ist leider so, dass ich den so brutal modifiziert habe. Aber im ersten oder zweiten Video, welches ich jetzt mit Crossout gemacht habe, da fahre ich den ja noch auf in seiner Basisversion. Hier habe ich nichts weiter drauf. Das ist genau das Ding, was man so bekommt. Ich habe noch gar nicht geguckt, was ich hinten drin habe. Da ist, glaube ich, noch ein Benzintank drin. Irgendein Tank ist da drin. Kann ich jetzt nicht sehen, müsste ich hier das Gitter entfernen. Dann könnte ich an dieses Teil ran. Will ich jetzt aber nicht. Ich fahre einfach mal jetzt eine Runde. Ich werde mal gucken, ob ich einen Raid damit machen kann. Frachtgutrennen. Ich habe noch kein Frachtgutrennen gemacht. Ich habe letztens, was habe ich denn gestern gemacht? Das war ein Konvoi. Okay, wir versuchen mal ein Frachtgutrennen. Mal gucken, wie lange ich am Leben bleibe. Und mal gucken, wie lange das dauert. Die Gefechte gehen hier relativ schnell los. Wie jetzt. Also, die Wartezeit ist einfach gar nicht vorhanden. Das geht so schnell. Eine Tempelruine in einer alten Stadt. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Wenn man mal guckt, der Typ hat einen Score von über 5000. Von über 5000. Ich weiß nicht genau, warum ich hier reinkomme, aber es ist ein Rennen. Ja, damit 55 Sekunden haben wir Zeit. Da sind wohl auch schon Gegner. Ich höre schon ordentlich Geballer hier. Oh ja. Meine Bewaffnung ist nicht sonderlich heftig hier. Man sollte versuchen, irgendwie die Waffen abzuschießen. Ist aber auch nicht immer so einfach. Okay, das hier ist durch. Ich weiß nicht genau, wo ich hin soll. Ich werde mal jetzt hier durchfahren. Wo muss ich die Kisten holen? Das ist mein erstes Frachtgutrennen hier, da weiß ich nicht ganz so genau Bescheid. Whoop! Digga, oh ja, scheiße. Okay, wir müssen also Ladungen sammeln. Ja, das ist natürlich wirklich ein Rennen, wie man es kennt. Da muss man wieder rein. So, der ist auch weg. Nächster. Also wie man sieht, der Buggy ist recht schnell. Hatte die Viper so dermaßen knack modifiziert, dass ich hatte noch so eine Mittelstrebe. Und so ein Fahrgestell in der Mitte. Das ist ziemlich. Oh shit. Mir fehlt was. Nee, der Typ blockiert mich. Doch, mir fehlen die Vorderreifen. Scheiße. Also, ich kann jetzt nicht mehr steuern. Ich kann jetzt nicht mehr steuern. Ich kann nur noch vor und zurück fahren. Wir haben 6 von 10 eingesammelt.
Ah, das ist doch scheiße. Ich könnte den Wagen jetzt verlassen. Aber ich kann auch so noch ein bisschen rüber schießen hier. Ein bisschen treffe ich ja was. Richtig Schaden mache ich damit nicht. Diese lilafarbenen, die mit dem lilafarbenen Ding, das sind irgendwie etwas schwerere Mobs, Bosse, wie auch immer. Bosse, wie komme ich auf Bosse? Also das sind auf jeden Fall Einheiten, die ein bisschen schwerer zu killen sind. Oh, den hat es hier umgehauen. Ich fahre einfach mit weiter rauf. Das ist natürlich echt schwierig, ohne Vorderreifen, die ja für die Lenkung zuständig sind, zu lenken. Ja, du machst das schon hier. Hier ist aber auch noch was. Hier ist auch noch was. Scheiße. Was will man machen, wenn man nicht mehr lenken kann? Ich könnte den Wagen verlassen. Aber wir haben eh fast die. Oh, hinter mir kommt der. Ach du Scheiße. Na, jetzt bin ich, glaube ich, weg. Nein, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Super! Und das ging auch ziemlich schnell. Da kann man ja nicht meckern. So, ich gucke mal kurz an, was ich hier für Belohnung habe. Helfer. Was ist das? Helfer 2. Helfer 3. Und Nerven aus Stahl. Hat der PvE ohne Wiedereinstieg gewonnen. Stimmt, man hat noch einen Wiedereinstieg. Also letztens hatte ich. Was habe ich da gemacht? Auch eins von diesen Dingern. Und da habe ich einen Wiedereinstieg benutzen müssen. Also man sieht, er ist immer noch unmodifiziert. Ich mache mir jetzt so ein, zwei PvP-Rennen hier. Also Mission. Hol dir das Geschütz. Wundert mich, warum kann ich das jetzt machen? Bis eben konnte ich nur hol die Fahrerkabine. Mein Score hat sich doch nicht plötzlich erhöht. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. 1433, wieso kann ich jetzt das andere Ding mitmachen? Also eigentlich war es immer so ein gewisser Score vorgegeben, den man erreichen muss. Das Geschütz will ich natürlich auch haben. Avenger. Aber okay, steht erforderlich Level 6. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ist erforderlich ein bestimmter Score. Oder dieses Level. Ein Geschütz würde ich natürlich auch gerne haben. Weiß aber natürlich nicht, wie viel Energie das verbraucht, aber die meisten, die ich sehe, die das Geschütz haben, haben nur das Geschütz. Somit gehe ich davon aus, dass das relativ viel Energie verbraucht. Komme ich schon hier nach vorne? Ne, der ballert einfach so vor sich hin hier. Oh shit. Ja, das wird ein bisschen schwierig hier. Ich krieg seine Geschütze. Ich brenne schon. Ich krieg seine Geschütze nicht runter. Eins habe ich weg. Oh, fuck you. Das werden wir eh verlieren. Es ist nicht so leicht zu zielen. Der sieht auch schon richtig fertig aus. Ja, so einen Quatsch habe ich mir auch gebaut. Der hat ein halbes Flugzeug hier. Es ist nicht so leicht zu zielen, wenn man natürlich sich nebenbei noch bewegen muss oder sich nebenbei noch bewegt, und das ist ein recht schnelles Spiel. Das kann man nicht mit War Thunder vergleichen, wo man da 10, 15 Minuten Runden hat. Und, Niederlage, okay. Ich müsste irgendwann mal gucken, wo mein Verhältnis hier Siege zu Niederlage sind. Ich brauche noch eine Stufe, dann kann ich auch craften. Ich kann noch nicht craften. Ich dachte, ich kann das schon mittlerweile, kann ich auch noch nicht. Das ist relativ einfach, man hat diese Schrottteile hier und daraus stellt man halt irgendwelche Sachen her. Da ich es noch nicht gemacht habe, kann ich es noch nicht genau beschreiben jetzt. So, ich mache noch eine Runde so hier. Mit dem Snappy Buggy. Und dann werde ich auch mal gucken, ein anderes Geschütz drauf zu machen. Okay, die sahen jetzt relativ einfach aus. Okay, wenn ihr gleich am Anfang steht, ist mir auch schon aufgefallen, bla 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 wurde zerstört, dann bedeutet das, die Herrschaften haben sich selbst hochgejagt. Da ich kein Radar habe und so, kann jetzt sein, dass hier um die Ecke gleich jemand auftaucht. Na, noch nicht.
Letztens bin ich auch hier hinten lang gefahren und bin dann einfach so zur Basis. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier steht Zusammenstoß. Also ist hier keine Basis. Na, stimmt, hier ist keine Basis, denn hier ist auch kein Pfeil, der irgendwo hinweist, dass man irgendwo hinfahren sollte. Da sind sie, die Bösen. Shit. Einfach rein hier, die Drohne will ich mal abschießen. Ne, ich schaffe nicht mehr. Oh Gott. Oh mein Gott, die schießt mir richtig was kaputt. Oh ja. Ist vielleicht blöd, wenn man mit 4-5 Gegner reinfährt. Das werden wir auch verlieren. Die haben gleich die Basis. Ich werde mal gucken, was ich gleich für Modifikationen also jetzt hier vornehmen kann. Zurück zur Garage. Ich glaube, ich kann noch einen Punkt vergeben für meine Fraktion. Wo ist mein Fahrer hier? Scheiße. Irgendwo konnte man sich doch den... Nee, hier. So, hier ist es. Hier ist der Fahrer. Nee. Kann ich noch nicht... Keinen weiteren Punkt vergeben. Zurück zur Garage bauen. Die Frage ist, wo packe ich das andere Geschütz drauf? Hinten vielleicht. Das Blöde beim Geschütz hinten ist... Oder warte mal, hier vorne könnte ich vielleicht noch eins. Ich muss mal kurz gucken, was ich für Geschütze überhaupt noch habe. Hier dieses leichte Hornet. Oder so ein Cord. Ich weiß nicht, warum ich hier noch einen Vector übrig habe. Weil ich den Wagen gewechselt habe, sind die Teile jetzt von dem eigentlichen, also von dem anderen Wagen runter, denke ich mal. Und habe sie jetzt hier zur Verfügung. Da müsst ihr ja gucken. Ja, zwei Generatoren, stimmt. Sind also hier jetzt auch verfügbar. Okay, ergibt Sinn, weil der Wagen ja jetzt gerade nicht gefahren werden kann. Das Vector-Teil war natürlich ziemlich geil. Okay, würde ich hier nirgendwo raufkriegen. Also packe ich es mir aufs Dach. Ne, das kriege ich auch nicht aufs Dach. Was? Also das Handling hier ist ein bisschen schwierig. Wieso könnte ich das Ding nicht aufs Dach mounten? Verstehe ich nicht. Ich könnte das Ding wirklich nicht aufs Dach stellen. Hier könnte ich irgendwie mit reinbringen. Ich weiß nur nicht wieso. Wieso das hier möglich wäre. Okay, wir machen es mal ganz anders. Ich muss mir irgendwas hinten noch anbauen. Ne, ist auch blöd. Wenn ich mir hinten irgendwas anbaue. Ich habe noch Fahrgestell 4x4. Ich muss mein ganzes Buggy-Zeug. Ist das schon verwendet worden jetzt hier? Okay, ich muss mir irgendwie noch ein Fahrgestell hinten ran knallen. Also ich brauche auf jeden Fall irgendwas, wo ich noch was anbauen kann. Das Problem ist, je mehr ich natürlich jetzt anbaue, desto höher wird der Powerscore. Und desto schlimmer wird es am Ende für mich sein. Okay, ich muss zusehen, wie ich das jetzt hier ranbekomme. Ich könnte mir noch eine andere Stoßstange vielleicht. Ich brauche irgendwas, was ich hinten drauf habe, wo ich noch was aufmounten kann. Ich drehe das mal kurz hier. Ich krieg das aber auch nicht weiter ran hier. Okay, ich probiere mal das große 4x4. Nee, das ist wahrscheinlich für diesen Wagen gar nicht geeignet. Das tut mir natürlich leid. Das ist jetzt ein bisschen verlorene Zeit, aber Scheiße, Mann, was mache ich denn jetzt? Ich mache erstmal die hier runter. Und versuche jetzt die Vektorknarre drauf zu puppeln hier. Das würde sogar gehen. Guck mal von vorne, ich will sie mittig drauf haben.
Gut, das geht. Das ist eine Lupara, eine Cord, okay. Gut, ich habe sonst nichts weiter hier. Ich knall mir noch ein Benzinfass ran. Erstmal. Ich werde das sowieso in Ruhe machen. Wenn man das jetzt macht, das ist ein bisschen schwierig, jetzt hier so umzufummeln. Was ist das denn eigentlich? Ein Wagenheber? Gut, einen Wagenheber brauche ich nicht, ich habe schon einen. Müssen das Fass mal drehen. Scheiße. Wenn ich das jetzt hier, wo landet das denn? Einfach mit hinten dran. Wie sieht denn das aus? Okay, ist auch angedrückt. Ist mir erstmal egal. Das kann ich ja alles später noch ändern. Achso, was war mein Powerscore? Oh, ist ziemlich hoch geworden. Okay, ich gehe mal ins Gefecht. Hol dir das Geschütz. Habe ich das Geschütz jetzt eigentlich schon? Ich weiß gar nicht, ob ich eins davon habe. Die sind richtig heftig. Das ist, so wie ich das gesehen habe, doch echt ein krasses Teil. So, ich habe jetzt also Maschinengewehr und eine Maschinenkanone drauf. Und fahre jetzt erstmal mit den anderen mit hier. Ist mir auch Wurst. Oh. Oh! Ach du Scheiße. Hinterhalt, Hinterhalt! So, das gibt nicht viele Punkte, kann ich jetzt schon mal sagen. Den hatte ich auch hier und habe auch drei Maschinenkanonen drauf gehabt. Mittlerweile habe ich den Vektor drauf, das Cord, dieses einfache und diese Schrotflinte. Und ich muss sagen, im ganz niedrigen Bereich lief es natürlich super für mich. Oh Gott, man hat es ja in dem Video gesehen, was habe ich nicht alles weggefeuert. Und ich war ja auch ein paar Mal der MVP, Most Available Player. Wird hier leider nicht der Fall sein. Das wird wohl eher hier sein, denn der haut ja so viel weg. Wir hatten Vorderreifen verloren. Jetzt hat er, glaube ich, der zweite dritte. Da hat er auch noch einen vierten weggehauen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Pentico, das war der tatsächlich, den ich gerade beobachtet habe. So. Der Vorteil ist natürlich, dass wenn man sich nicht gerade wieder zur Garage zurückbegibt, man kommt hier relativ schnell in neue Gefecht rein. 15, 20 Sekunden hat man Zeit. Kann sich noch schnell die Statistik angucken. Die brauche ich jetzt nicht angucken, weil ich weiß, hier ist nicht viel passiert. So, jetzt gibt's gleich zum nächsten Massaker hier. Geht's gleich zum nächsten Massaker. Es ist schon ein bisschen spät. Ich habe zwischendurch jetzt kurz ein bisschen gepennt gehabt. Ich bin eigentlich eingeschlafen. Obwohl ich es nicht wollte beim Serienschauen. Und jetzt überlege ich, ob ich einfach durchmache und dann zur Arbeit gehe. Ich sie sammeln, die wird sie nicht gesammelt. Ja, die C-Taste, die habe ich auch benutzt. Das ist der C-Punkt. Da wollte ich wie im Warfare um mich herumschauen, weil ich komme einfach mit dem Finger nicht so schnell auf die Alt-Taste. Ich komme halt schneller, also leichter an die C-Taste. So, genug geschwafelt, jetzt muss mal irgendwas weggeschossen werden hier. Okay, Überfall. Die wollen zu unserer Basis und wir sollen zu deren Basis. Oh yeah. Alter, der hat vier Geschütze. Eins habe ich ihn abgeschossen. Zweite. Ich habe gar keins mehr. Ich kann nicht mehr schießen. Ich habe keine Geschütze mehr. Und mir fehlen Räder. Oh, fuck you. Oh, der sieht mal richtig kacke aus. So, jetzt habe ich nur noch... Ich habe nur ein Rad. Ja. Das wird so eher nix hier. Und jetzt kommt der Wetter gleich rüberkommen und mich wegmachen. Irgendwie haben sie mich gerade nicht im Visier. Das macht aber auch nichts, denn ich komme hier sowieso nirgendwo mehr hin. Ich könnte den Wagen verlassen, aber ich will es nicht. Denn es gibt natürlich auch hier eine Killrate und ich will nicht, dass der Typ den Kill bekommt. Und wenn man sieht, die haben gerade mal zwei verloren.
Die haben nur zwei verloren. Shit. Oh Mann. Okay, der wurde weggemacht. Er kommt gleich rüber. Da ist noch ein Gegner. Ja, ja, hallo, hallo. Gut, das war ja nicht schwer, du Honk. Das habe ich auch gehabt. Genau so. Mit dem Fahrgestell in der Mitte und dann noch irgendwelche Reifen dran. Aber das Fahrzeug lässt sich viel schwieriger steuern. Es gibt hier ein paar kleine Bugs, das ist mir auch aufgefallen. Okay, das ist noch in der Beta-Version. Niederlage, scheiße. Ist noch in der Beta-Version. Natürlich sind viele Sachen noch nicht so, wie sie sein sollten. Manchmal verschwindet kurz ein Auto. Achso, es gibt auch Wagen, die verschwinden, weil man sieht, man kann das kaufen, dass der Wagen eben mal kurz verschwindet. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das ist so ein, ja, so ein Camo-Teil. Ne? Man wird halt mal kurz unsichtbar komplett für den Gegner. Und ja, was mir aufgefallen ist, ein paar kleine Lags, ein paar kleine Ruckler oder mal so Grafikbugs, aber ist okay. Ich meine, dass auch solche MMOs sind auch schon ziemlich große Projekte. Von daher nicht so ungewöhnlich, dass hier und dies und jenes mal nicht so richtig funktioniert. So, ich weiß gar nicht genau, wo ich hin will. Mit dem Polen hier mit. Was der sich besser? Der will sich irgendwo positionieren, offensichtlich, wie es aussieht. Jetzt fährt er wieder zurück. Zurück, Junge. Ja, wir sind jetzt alle hier auf den Hügeln. Das ist hier interessant. Aber irgendwo muss ja mal der Gegner kommen. Und irgendwann vor allen Dingen. Okay, ich gehe mit rein, ist egal. Oh, scheiße! Oh! Das war natürlich jetzt eher blöd hier. Okay, ich will auch mit schnell rein. Ich will ja mitkappen. Ja, hier ist ein Gegner, habe ich gerade mitbekommen. Wolf, lach schon! Ach du Kacke. Das ist ja richtig ein Überfall. Das ist wirklich ein Überfall. Und da habe ich versucht, so lange wie möglich am Leben zu bleiben und dann so ein Cheat jetzt hier. Ne, ich mache das nicht mehr lange hier. Ich würde einen Haufen Abschusshilfen kriegen, wenn ich noch was abschieße. Das ist einfach schwierig, weil die Buggies halt nicht so viel aushalten. Und dafür schön schnell sind. Abschusshilfe. Ich will nicht gerade auf wie viel ich geschossen habe, aber es waren schon so 4, 5. Okay, jetzt cappen die hier. Wir haben auch nur zwei Fahrzeuge. Und die haben noch fast alle. Noch eine Abschusshilfe. Oh, ist doch scheiße hier. Na, er hat einen Van, die scheinen relativ gut gepanzert zu sein. Ich habe leider noch keinen. Irgendwann werde ich auch mal eine komplette Karre aus nichts zusammenbauen. Da habe ich auch Bock drauf. Ich will aber noch mehr Teile sammeln. Shit. Ich habe schon mal gewonnen. Aber gut. Das ist der Snappy Buggy. Wie gesagt, den gibt es gratis, wenn man sich bis zum 30. anmeldet. Ein recht witziges Ding. Okay, denkt euch die Kanone hier weg und andere Kanone hin und so weiter und so fort. Ich habe noch ein Fahrzeug, werde ich aber drauf kommen. Deswegen habe ich auch ein bisschen Geld. Ich hätte jetzt gar kein Geld ausgegeben, aber ich habe mir das kleine Paket geholt hier und habe noch ein Fahrzeug bekommen. Werde ich dann auch mal vorstellen. Und ja, ich sag mal danke fürs Zuschauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich labern soll hier. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und ansonsten haut rein, viel Spaß beim Zocken. Bis denn dann, ciao, ciao.